dem deutschen Parlament, vor dem Bundestag, weil wir gegen die Unterstützung der Bundesregierung für die türkische Regierung, für Erdogan protestieren. Und diese Unterstützung an Erdogan ist vielfach. Jetzt im Moment sind wir gerade damit konfrontiert, dass die Versammlungsbehörde, dass die Polizei fast alle Fahnen, die irgendwie an den Widerstand in Afrin erinnern, untersagen. Und sie haben mindestens schon, also sie haben schon mehrere Leute dann polizeimaßnahmsmäßig behandelt. Das heißt, sie nehmen die Personalien auf. Diese aus Syrien geflüchteten Menschen protestieren hier dagegen, dass ein neuer Krieg beginnt, dass der Krieg verlängert wird, dass wieder Hunderttausende oder gar Millionen zu Flüchtlingen gemacht werden. Dafür sind die Menschen hier. Und wenn sie ihre Fahnen, ihre Symbole zeigen, die an den Widerstand, einfach an den Widerstand, an eine kurdische Selbstorganisierung erinnern in Syrien, dann werden ihre Personalien gleich wieder festgenommen. Das ist die polizeidienstliche Unterstützung für Erdogan für heute hier vor dem Bundestag. Die Unterstützung läuft weiter politisch über die Medien. Gestern im Deutschlandfunk ist lang und breit über Afrin, über den Angriff, natürlich nicht als Angriff, sondern als Verteidigung der türkischen Regierung gegen angebliche Bedrohung aus Afrin berichtet worden. Lang und breit, als würden sie das kritisch beurteilen wollen, was dort passiert, der Angriff der türkischen Armee auf Afrin. Nein, im Endeffekt sagen sie, okay, die Türkei fühlt sich bedroht durch Menschen, die sich selbst verteidigen, die sich wirklich nur selbst verteidigen und ihr Leben selbstbestimmt und selbstverwaltet aufbauen wollen, bedroht, und deswegen müssen wir damit panzern. Und weil wir mit Panzern nach Afrin nicht reinkommen, weil die Leute eben nicht gewohnt sind, sich zu verteidigen, deshalb müssen wir mit Kriegsflugzeugen kommen und die Leute von oben bombardieren. Müssen wir Zivilisten, also eben keine Kämpfer, keine, die sich verteidigen können, Kinder, Familien, ermorden mit Bomben. Die Panzer, die seit mindestens einer Woche und nicht nur seit einer Woche, eigentlich versuchen sie in den letzten Jahren immer wieder nach Afrin reinzukommen. Diese Panzer sind von der Bundesregierung an die türkische Regierung verkauft worden. Und damit nicht genug, sie überlegen sogar noch weitere Panzer zu schicken. Auch das wird in dem Beitrag des Deutschlandfunks thematisiert. Und ein langer Beitrag dazu, aber unterm Strich kommt da heraus, die Türkei ist ein NATO-Land, ein Mitglied der NATO, also müssen wir alles tun, was dieses NATO-Land eben möchte. Und wenn das NATO-Land sich bedroht fühlt, dann muss es eben auch Kriegsflugzeuge in einem benachbarten Land einsetzen dürfen. Das ist ein Interventionskrieg, das ist ein Angriffskrieg, das ist völkerrechtlich verboten. Erdogan, Terrorist! Erdogan, Terrorist! Erdogan!